Hallo, liebe Zuschauer. Einige von euch haben es gemerkt, aber die meisten von euch haben es gar nicht erst mitbekommen. Unser letztes Video wurde innerhalb von 24 Stunden gelöscht. Das waren wir nicht selbst, sondern Zuschauer, die über den Inhalt erbost gewesen sind, haben das Video gemeldet und YouTube hat es dann entfernt. Das ist übrigens automatisiert erfolgt, ohne dass das Video geprüft worden ist. Wir möchten kurz darauf Bezug nehmen, das sind wir all denen schuldig, die das Video bereits gesehen haben und sicherlich auch all denen, die das Video gar nicht kennen. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, über ein Thema zu sprechen, das nichts mit uns und unserem Van und dem Camping zu tun hat. Wir haben es dennoch getan, weil wir alle betroffen sind. Denn das Camping und die Nutzung des Vans ist in den heutigen Zeiten genauso betroffen, wie alles und jedes andere Thema auch betroffen ist. Es ging um die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Und wir wollten versuchen zu beleuchten, wie es denn weitergeht. Und haben dazu ein Interview mit Dirk Kunze geführt. Das war auch alles gar nicht verwerflich. Schlimm ist es erst dann geworden, als wir beide unsere eigene Meinung präsent gemacht haben in diesem Video. Das ist bitter aufgestoßen. Und wir haben daraufhin die YouTube-Richtlinien durchgelesen, die aktualisiert worden sind. Und da ist der Maßstab die WHO und jegliche Aussagen oder Meinungen, wir haben ja gar keine Aussagen getroffen, sondern nur unsere Meinung gesagt, die entgegen den Erkenntnissen der WHO sind, darf man nicht sagen. Das wussten wir nicht. Da haben wir uns jetzt auch aufklären lassen und möchten uns dahingehend tatsächlich entschuldigen bei all den Leuten, die sich angegriffen gefühlt haben. Das war überhaupt nicht unsere Absicht. Wer uns kennt oder schon längere Zeit unsere Videos sieht, weiß auch ganz genau, dass wir völlig andere Absichten haben, nämlich über unser Fahrzeug berichten und über das Camping an sich. Ja, was wir natürlich traurig finden, dass wir für unsere Meinung total angegriffen wurden in den Kommentaren. Und das haben wir nicht vorgehabt. Wir haben niemanden damit angreifen wollen, aber umgekehrt anscheinend schon. Also das finden wir traurig. Daraus haben wir gelernt und daraus ziehen wir auch unser Resümee und unsere Rückschlüsse. Haben wir ja schließlich auch festgestellt, so wie sicherlich auch ihr, liebe Zuschauer, dass das Thema die Gesellschaft selbst in der Familie, auf dem Arbeitsplatz und überall spaltet. Das wollen wir nicht. Hier auf diesem Kanal, das geben wir hiermit als Versprechen an euch ab, berichten wir gar nichts mehr darüber. Wir werden zukünftige Videos wieder so wie bisher aufbauen. Es geht um das Fahrzeug und um das Camping. Und für all diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, weil es ja gleich entfernt worden ist, haben wir uns gut überlegt, wir werden das Video bearbeitet noch einmal zeigen, jetzt hier im Anschluss. Und zwar haben wir unsere eigene Meinung herausgenommen. So wie es vorgesehen ist, wie es erwünscht ist. Wir sagen unsere Meinung nicht und das tun wir auch zukünftig nicht. Wir zeigen nur das reine, völlig harmlose Interview mit Dirk Kunze, wozu wir anregen wollten, dass ihr, liebe Zuschauer, in die Kommentare schreibt, was ihr denn denkt, wie alles weitergeht. Aber eine Meinung zu all dem geben wir nicht mehr bekannt. Hier ist also das Video für euch, ohne unsere Meinung, legal. Und alle, die das schon gesehen habt, das waren ja nur wenige, macht aus und schaut euch unser nächstes Video an. Da geht es eh wieder um was ganz anderes. Wir zeigen es nur für all die, die es nicht kennen, weil es um diese Version geht, ohne unsere eigene Meinung, die erlaubt ist. Dankeschön fürs Zuschauen. Viele Grüße von uns beiden. Ja, bis dann. Es hätte so schön sein können, mit zwei Fahrzeugen ein privates Camp auf privatem Grund eines Landwirtes. Doch wo ein oder zwei Adria-Vans zusammenkommen, da sollte man nicht lange alleine bleiben. Und obwohl wir die Aktion weitestgehend geheim gehalten haben, sind wir ruckzuck 3, 4, 5 Fahrzeuge geworden und wir hätten völlig spontan auch noch wesentlich mehr Vans zusammenbekommen. Warum? Weil die Wohnmobilisten sich allesamt regelrecht danach sehnen, rausfahren zu können. In diesen völlig verrückten Zeiten haben doch die Campingplätze fast alle geschlossen. Neidische Spaziergänger sollten uns diese private Aktion jedoch kaputt machen und wir mussten abbrechen. Warum soll man uns auch etwas gönnen, wenn man selbst nichtmals ins Hotel darf? Zwei Fahrzeuge nur noch sind auf der Wiese verblieben, diejenigen, die am weitesten angereist waren. Alle anderen sind weggefahren. Wir führen ein Interview mit Dirk Kunze. Ihr, liebe Zuschauer, seid jedoch gefordert und gefragt. Schreibt eure Einschätzung unter diesem Video in die Kommentare. Wir bedanken uns fürs Zuschauen.
Ja, viele Grüße von hier. Von wo überhaupt? Vom Privatcampen. So darf man es nicht sagen. Vom Privattreffen. Ja. Mit 2 Haushalten und 4 Personen. Hammer, dass du angereist bist. Ja. Und ihr seht es im Hintergrund. Da ist der Dirk Kunze. Hallo Dirk. Hallo Mirko, ich finde das so toll, dass ich bei dir in der Einfahrt stehen kann, auf diesen Rampen. Das habe ich immer so oft in den Videos gesehen und jetzt stehe ich hier drauf. Ich bin total geflasht, dass ich hier Wasser einfüllen kann, dass ich hier das Abwasser ablassen kann und das finde ich gut. Hier unsere Idee, die auch für euch allen ist. Dirk, was haben wir hier überhaupt gerade vor? Was machen wir? Warum bist du überhaupt hier? Ganz einfach, Mirko, wenn ich hier stehen würde, dann ist ja zum Hause mein Carport frei. Und da könntet ihr zum Beispiel zu mir nach Hause fahren und könntet dort Camping machen. Wir haben ja auch schöne Städte, Dresden, das Erzgebirge, alles sehenswert und das wäre ganz legal. Und das ist die geniale Idee auch für euch alle, liebe Zuschauer. Wir halten doch zusammen. Es gibt so viele deutschlandweit, die zu Hause einen Carport oder eine Einfahrt oder irgendwas haben. Und da kann man sich einfach gegenseitig austauschen, wie Dirk schon sagt. Also jeder besucht den anderen und man sieht sich gar nicht. Man darf sich ja sogar mit einem zweiten Haushalt treffen. Was wir hier machen, ist legal. Aber wenn ich jetzt gar nicht hier wäre, sondern direkt zu Dirk gefahren wäre und auf der Autobahn wir uns nur gewunken hätten, dann hätten wir uns gar nicht gesehen. Und durch diese grandiose Idee kann jeder deutschlandweit Urlaub machen. Ja, genau so ist das, Mirko. Maximal sehen wir uns unterwegs, geben uns Wischtube und mal Daumen hoch und... Ja. Ja, also herzlich willkommen, Dirk, hier bei uns und wir führen gleich noch eine Diskussion. Dazu fahren wir raus an einen See und werden uns noch mal ein bisschen über das ganze Thema unterhalten. Der hat hier Wasser gerade mal entnommen oder er nimmt Wasser und du hast gerade eine Dusche abgekriegt, habe ich gehört. Ja, gleich eine Dusche, ne? Wie konnte das passieren? Der Anschluss ist auseinandergegangen. Irgendwie war der Anschluss nicht richtig zusammen gewesen und... Die Heike hat gesagt, gib her, ich nehme das tropft schon und sie reißt mir den Schlauch weg und mit einmal, ja, ein Sprudel springt von ihm. Mirko, die geniale Idee, ne? Mit Wasseranschluss, alles ein Service. Ja, und auch Strom. Stromanschluss gibt es auch hier. Strom haben wir ja über die Solaranlage, das ist kein Problem. Ja. Aber Wasser... Hier bei uns daheim hast du sogar die Möglichkeit der Toilettenentsorgung. Du kriegst eine Fernbedienung für die Garage. So, die Heike und der Dirk, die brauchen keinen Abstand, weil die ein Haushalt sind. Und du hast jetzt auch eine Ladung abgekriegt von dem Wasser. Da hat aber Dirk mit dem Schlauch Schuld, ne? Ja. Mit welchem Schlauch? Ja, mit dem Wasserschlauch. Ach so, der Wasserschlauch. Gut. Ja, oder ist da was anderes passiert? Doch wohl nicht. Also Heike, wir hätten auch eine Toilette gehabt. Also es ist nicht so, dass wir nicht die Zeit hätten. Ey, jetzt mich umziehen, meine Damen und Herren. Es wird kalt. Ja, Dirk, wir sind jetzt mal rausgefahren, Heike, du und ich, und stehen jetzt hier an einem See. Dein Fahrzeug steht hier mit viel Abstand auf der anderen Seite. Mit viel Abstand, genau. 3 Fahrzeuge Abstand. Wobei die Fahrzeuge selber brauchen ja keinen Abstand. Und wir beide müssen natürlich auch den Abstand einhalten, da halten wir uns ja auch dran. Mhm. Und wir eröffnen jetzt dieses Duell und ihr seid angehalten, in die Kommentare zu schreiben. Ja, Dirk, wir haben jetzt über ein Jahr die Corona-Pandemie und wir haben alle gedacht, dass es vorbeigeht, aber es wurde eher in die Gegenrichtung. Und jetzt weiß man gar nichts mehr. Wie ist deine Einschätzung? Muss die Wirtschaft erst kaputt gehen? Wird was anderes passieren? Wird die Impfung die Rettung sein? Oder was wird passieren? Wann können wir wieder reisen? Wann sind die Campingplätze auf?
Wann kann man wieder legal Sachen machen? Was glaubst du einfach, wie geht das alles weiter? Vielleicht hast du ja so einen Ansatz, was du denkst darüber. Tja, Mirko, man kann bloß sagen, letztendlich, die Hoffnung war ja groß gewesen. Die zweite Welle war gebrochen, ja. Die Inzidenzen gingen nach unten und jetzt hat man wieder einen Anstieg und jetzt sind die Hoffnungen zunichte gemacht. Oh ja. Und meine Vermutung war ganz einfach gewesen, dass man zu Ostern zumindest wieder reisen kann. So wie das gesagt wurde, kontaktarm. Ja, haben wir ja alle geglaubt. Ja. Dirk, ruhig da, sprich ruhig in die ja. Kamera. Das ist ja das Problem. Auf der einen Seite habe ich mir immer gesagt, man hat jetzt schon ein halbes Jahr diesen Dauerlockdown. Der war nicht überall gleich hart gewesen, gerade bei uns in Sachsen. Wir hatten die Ausgangssperre, wir hatten die 15-Kilometer-Leine. Und jetzt will man raus, wenn das schöne Wetter ist. Und ich habe mir auch immer gesagt, wenn das schöne Wetter kommt, dann wollen die Leute raus. Die machen das auch zum Teil nicht mehr mit. Und dann kommt aber auch der wirtschaftliche Druck, dass eben die Gaststätten öffnen, dass die Cafés öffnen und dass dann natürlich auch die Campingplätze öffnen, dass auch die Hotels öffnen. Das ist eigentlich ganz klar. Und man muss verstehen, dass wir nicht aus dem Lockdown rauskommen. Das wäre ganz falsch. Masken und Abstand und Kontaktverbote wird man noch eine sehr lange Zeit haben, auch noch in das nächste Jahr rein. Das kann durchaus möglich sein. Aber man muss Lockerungen schaffen. Ganz einfach. Ist meine Meinung. Ja. Und ich denke auch, dass man das nicht mehr lange durchhalten kann, weil letztendlich auch Insolvenzen drohen. Im großen Maßstab. Ja. Wir wollen übrigens alle beide ganz deutlich klarstellen, dass wir keine Corona-Leugner sind. Es gibt diesen Virus. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Wir sind auch keine Querdenker. Letztendlich, der große Schritt war ja da gewesen. Als es hieß, man kann wieder nach Spanien reisen, nach Mallorca. Egal, ob mit Flugzeug oder Wohnmobil. Es war möglich, auch durch Frankreich durch. War kein Problem. Das haben auch viele YouTuber gezeigt. Und das ist legal. Ich muss sagen, als ich die ersten Videos gesehen habe, da habe ich selbst gesagt, das muss jetzt noch nicht sein. Man muss noch die Füße stillhalten. Mittlerweile muss ich sagen, man hat sich ja auch schlau gemacht. Das ist legal. Die Inzidenzen sind gesunken. Es gibt keine Reisebeschränkungen mehr, keine Reisewarnungen mehr. Ja. Denn gerade auch Portugal habe ich neulich gelesen, wohl Inzidenz noch 35. Das ist vergleichsweise gar nichts mehr. Ja. Und da muss man das Reisen wieder erlauben. Es gibt keine rechtliche Grundlage dazu, dass man sagt, man kann die Leute nicht mehr reisen lassen. Ja. So. Und natürlich, es ist ein richtiger Schritt, dass man sagt, vor der Abreise, dass man einen Negativtest bringt. Das ist sicher, denn wir wollen ja nicht, dass wieder neue Mutanten oder sonstiges in das Land eingeschleppt werden. Kann das man ja machen, ist ja nicht schlimm. Und ich habe der auch Test, aus. Meine ich. Genau, der Test. Und ich habe auch genau aus diesem Grund gedacht, wenn man Reisen ins Ausland erlaubt. Nach Mallorca fliegen ist erlaubt. Ja, aber in Deutschland nicht reisen lässt. Wo man alleine im Fahrzeug ist. Das funktioniert nicht. So, und ich muss sagen, gut, wenn man kontaktarm Urlaub macht, so wie das einige Ministerpräsidenten nördlicher Bundesländer vorgeschlagen haben, wurde ja nicht gehört. Ja. Bis nachts wird debattiert und das wurde gar nicht anerkannt. Und dann kam die Megakeule, fünf Tage Ostern, alles verboten, was dann einen Tag später widerrufen wird, weil es dann nicht umsetzbar ist mit dem Feiertag, wie soll er bezahlt werden. Und Nutzen steht nicht im Verhältnis zu dem, was bei rauskommt. Wenn, braucht man vielleicht, das ist vielleicht auch mal eine Anregung, das ist meine persönliche Meinung, ein Komplett-Lockdown 3 Wochen. Aber ich spreche von einem wirklich Komplett-Lockdown. Und dann kann das Virus 3 Wochen lang sich nicht an einer einzigen Stelle mehr ausbreiten. Aber nicht so ein Wischiwaschi mit diesen Teilsachen, die erlaubt sind. Und jedes Bundesland macht es anders. Du wohnst ja auch in einem anderen Bundesland. Dirk hat es besonders hart getroffen. Bei dir in Sachsen war es ja richtig heftig. Bei uns in Niedersachsen ging es ja noch. Aber das muss einheitlich, flächendeckende Regelung her, um das Ding in den Griff zu kriegen, ist meine Meinung. Das war ja im ersten Lockdown der Fall gewesen. Da wusste man ja auch nicht, wie reagiert der Virus, wie hoch steigen die Fallzahlen, wie viel Tote wird es geben. Ja. Und da hat man es richtig gemacht, dass man über die Exekutive gesagt hat, Lockdown oder Shutdown besser gesagt, wo die ganze Wirtschaft runterfährt, wo jeder zu Hause ist. Und ich muss auch sagen, man hat die Maßnahmen getragen und verstanden. Denn für mich war das eine völlig neue Erfahrung gewesen. Das Freizeitverhalten war eingeschränkt. Ja, also schaut nicht so auf das schmutzige Fahrzeug. Das ist dem Wetter geschuldet. Ja, wir stehen jetzt zur Abwechslung mal vom Fahrzeug vor Dirk. Vor dem Fahrzeug von Dirk. Und der ist jetzt wie alt? Der wird im August 2 Jahre alt. Tadellos, wenn er jetzt nicht schmutzig wäre. Ja. Dirk war ja auch total mängelfrei bis heute. Größtenteils. Und ist echt zufrieden. Probleme hat ja die elektrische Schiebetür gemacht. Mirko, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück.
Was ich noch sagen wollte, das ist eben im November, als der Lockdown Light begann. Ja. Und das ist ja so, dass man nicht sagt, die Bevölkerung, die will das nicht, die steht nicht dahinter. Also ich habe mir gesagt, bitte keinen Lockdown Light, einen Shutdown, wo wirklich die Wirtschaft wieder steht. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist und ob der getragen werden kann. Mhm. Das kann ich ganz einfach nicht. Aber es kann auch nicht angehen, dass man eine Maßnahme durchführt, die nur auf den Rücken der Bürger ausgetragen wird. Oh ja. Dass man wirklich sagt, man hat zu 100% das Freizeitverhalten des Bürgers eingeschränkt. In jeder Weise. Und dann nicht nur in Bereichen, wo man sagen kann, das ist für das Infektionsgeschehen eher schlecht, sondern in allen Bereichen. Ja, es geht um die Sinnhaftigkeit. Hm. Die Maßnahmen muss man ja auch nachvollziehen können. Damit das Interview mit Dirk nicht so lang geht, machen wir eine kleine Unterbrechung und dann geht's da an der Stelle aber weiter. Nun aber zurück zu dem Interview mit Dirk Kunze. Die Diskussion ist eröffnet. Und lieber Dirk, ich möchte dich ungern unterbrechen, aber du weißt, jetzt gab es die Campen mit Abstand-Demo in Hamburg. Und ich glaube, am 17.04. gibt es die auch nochmal in Berlin. Hat das jetzt was gebracht? Ich wurde auch eingeladen hinzufahren, ich hatte leider keine Zeit. Aber erregt man damit nicht vielleicht nur eher negatives Aufsehen? Weil wir rufen ja nun mal auch viele Neider aufs Programm. Die ganzen Urlauber, die kein Wohnmobil und kein Van haben, sondern ins Hotel müssen und die Hotels haben geschlossen. Warum dürfen dann die Wohnmobilisten los? Da fährt man dann mit 250 und mehr Karawans, Wohnmobilen und Wohnwagengespannen durch Hamburg und demnächst durch Berlin und will sagen, wir wollen Campen mit Abstand erlaubt haben wollen von der Bundesregierung. Bringt das was oder bringt das eher mehr Unmut? Ich würde sagen, ich stelle die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme in Frage. Mhm. Wenn man sich wirklich vernünftig dort bewegt und auch agiert, ist das in Ordnung. Aber man hat es ja immer wieder bei solchen großen Veranstaltungen, wenn Emotionen mit einer Rolle spielen, dass es dann Außenseiter gibt, die sich daneben benehmen. Ja, leider. Und immer. Ich muss sagen, der Wohnmobilist als solches hat einen guten Ruf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich nutze, persönlich nutzen wir Stellplätze, wenn es geht. Und wenn das nicht möglich ist, dann stehen wir auch mal frei. Ja. Aber wenn wir wegfahren, dann lesen wir auch das Papier auf, was andere hingeworfen haben, weil ich nicht möchte, dass andere sagen, da hat ein Camper gestanden und der hat den Platz so hinterlassen. Und da ist der Dirk sehr gewissenhaft. Lieber Dirk, wir wechseln nochmal kurz die Kameraperspektive und wollen abschließend noch weiter darüber sprechen, über dieses Thema. Ja, Dirk. Diese Geschichte Campen mit Abstand, die da ins Leben gerufen worden ist, ist gut. Ich will die nicht schlecht reden. Wäre es nicht besser, wenn die Campingplatzbetreiber und alle Verantwortlichen aus den Branchen, die was auch zu sagen haben, vielleicht demonstrieren? Weil die wollen ja auch, dass alles geöffnet wird. Und nicht, dass das kleine Volk, das untere Volk, was eigentlich nur wieder reisen will, dass die das machen. Was wäre besser? Warum machen das nicht die Stellplatzbetreiber oder Menschen aus der Wirtschaft, die wirklich Rang und Namen haben? Warum hört man von denen nichts? Das wäre doch besser, als wenn der Autonormalverbraucher sagt, wir machen jetzt einen Corso und fahren alle hintereinander mit Wohnmobilen durch die Gegend. Was meinst du? Mirko, genau das ist so. Wir müssen uns nicht der Öffentlichkeit präsentieren und müssen eine Notlage vorgeben, weil wir nicht reisen dürfen. Es geht um unsere Privilegien, die können wir schon zurückstecken. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, zumindest mit diesen Fahrzeugen Ausflüge zu unternehmen. Übernachtungen und Stellplätze dürfen wir im Moment nicht in Anspruch nehmen, das ist ganz klar. Aber man kann im Rahmen der Möglichkeiten sich legal mit diesen Fahrzeugen bewegen und das funktioniert schon mal um. Und ich muss auch sagen, es ist ganz einfach so, diejenigen, die den wirtschaftlichen Schaden haben, und da hast du vollkommen recht, das sind die Stellplatzbetreiber, das sind die Campingplatzbetreiber und die müssten eigentlich oft auf die Straße gehen. Hallo Heike. Hallo. Damit das Interview mit Dirk nicht so lange geht, hier zwischendurch nur mal du im Bild und ein, zwei Fragen an dich, dann geht das Interview mit dem Dirk auch schon weiter. Wir sprechen ja gerade über die Entwicklung der Pandemie und ich wollte dich nur mal fragen, wie ist das eigentlich so in diesem Van, wenn du mit Dirk unterwegs bist? Super. Ist das nicht zu eng, zu wenig Platz und so? Nein, gar nichts. Du kennst ja auch noch Wohnwagen, ist ja viel größer, ne? Ist das da drinnen echt nicht zu eng? Nein. Wie zu Hause. Wir stören uns beide nicht hier drin. Heike, mal ganz ehrlich, wann waren wir zuletzt mit diesem Van unterwegs? Kannst du ganz scharf nachdenken. Wann war das letzte Mal? Dezember 2020. Seit Dezember 2020 warst du hier? Boah. Ihr habt euch ja sogar gegenseitig daran gehalten, dass man sich nicht sehen darf, habe ich gehört. Richtig.
weil man sich ja nur mit einem Menschen treffen darf. Aber ihr seid doch zusammen und habt euch als Paar nicht gesehen, nur weil ihr noch einen anderen hattet als Kontaktperson. Genau. Das ist mal wirklich mal, dass ihr euch dran gehalten habt. Das hieß damals noch... Ja, tritt ruhig zu deiner Heike, du darfst ja, weil du bist ja, ja mit ihr ein Haushalt. Ja. Es gab damals die Allgemeinverfügung und dies hat ausgesagt, dass Paare dann auch eingetragen sein müssen. Also Lebenspartnerschaften müssen eingetragen sein, sonst zählt das nicht. Und da sind einige auch bestraft worden. Und deswegen haben wir uns vom 1. November bis Weihnachten nicht gesehen. Und dann kam ja die Lockerung wieder zu Weihnachten. Die Lockerungen über Weihnachten. Und dann hat er mir es ermöglicht, dass wir zu meinem Bruder fahren konnten zu Weihnachten nach Bad Kreuznach. Ne? Ja, Rheinland-Pfalz. Ja. Ja. Das ist interessant zu hören. Und da wurde es wieder ganz anders. Ohne Maske, Weihnachtsmarkt, mit Glockenspiele. Das war das absolute Highlight. Jürgen, das war ja für uns eine ganz andere Welt gewesen. Ne? Das war damals so ungefähr, als würden wir vom Osten das erste Mal im Westen stehen und wir standen da, Augen auf, Mund auf. Und wir hatten ja die strengen Lockdown-Maßnahmen gehabt, eben mit Ausgangsverbot und Nachtausgangsverbot und so weiter und so fort. Und in Rheinland-Pfalz gar nichts. Die Leute sind ganz normal durch die Straßen gelaufen. Denn Weihnachten, und das muss man auch nochmal sagen, war eigentlich der Trend gewesen, wo die hohen Fallzahlen, wir hatten ja Inzidenzen, die lagen sonst wo. Man hatte Fallzahlen, die lagen bei über 30.000 vor Weihnachten und sind dann wirklich nach Weihnachten gefallen. Da hat man ja immer lange Zeit noch gesagt, dass das daran liegt, dass zu Weihnachten weniger getestet wurde. Aber das hat man auch noch 14 Tage danach gesagt. Und das konnte man letztendlich darauf nicht mehr zurückziehen. Und vor allen Dingen, wir sind ja nicht mit dem gefahren. Wir sind mit dem Privat-BKW gefahren. Hm. Nicht mit dem Wohnmobil. Wir sind mit dem BKW gefahren. Liebe Heike, vielen Dank für diese Zwischenanekdote. Gern geschehen. Jetzt geht das Interview mit dem Dirk weiter. Und wir wollten dich nur nebenbei mal einblenden, damit das Video hier nicht so langweilig wird. Nein, ich habe abgewaschen. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss in diesem Video. Ja, Mirko, es müsste ganz einfach bei solchen Maßnahmen, wenn die Bundeskanzlerin sagt, sie möchte Himmel und Hölle in Bewegung setzen, damit das Reisen ins Ausland unterbunden wird. Mhm. Nur damit man sagen kann, ihr dürft in Deutschland auch nicht reisen. Ja. Dann müsste eigentlich der Rechtsstaat greifen durch seine Gesetze und dann müsste wirklich entschieden werden, dass das illegal ist, dass es dazu keine Handhabe gibt und dass das rechtens ist, wenn die Inzidenz im Ausland wieder niedrig ist, dass man reisen darf. Ja. Wir haben ja auch ab Anfang Mai Urlaub und wollen auch reisen. Also wir wollten eigentlich in Deutschland reisen, aber so wie es jetzt aussieht, wird es komplizierter sein, in Deutschland zu reisen, als im Ausland. Kommen wir nun wirklich zum kompletten Schluss in diesem Video. Das Adria Eventcamp findet Mitte Juni 2021 statt. Es wird meines Erachtens nach, was zum Beispiel uns, die wir alle betroffen sind, mit den Campingplätzen, es wird so kommen, dass legal mit einem Hygienekonzept und der Erfassung der persönlichen Daten und einem Corona-Schnelltest, ob man negativ ist, die Campingplätze eröffnen. Ich glaube daran, dass wir im Sommer trotzdem mit bestimmten Regelungen reisen können, auch auf Campingplätzen. Doc, was glaubst du, wie sieht die Zukunft aus? Mirko, schlecht zu sagen. Ne? Die Inzidenzen, die gehen jetzt wirklich sehr stark in die Höhe. Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt müsste eigentlich die Politik handeln und müsste sagen, Shutdown, jetzt muss für 3 Wochen die Wirtschaft stehen. Und da muss man jeden Tag beobachten, wie entwickeln sich die Fallzahlen. Und dann kann man weiter handeln. Man muss über ganz kurze Zeitabstände ganz scharf fahren und auf Sicht und dann sehen. Ich würde mal sagen, im Mai, wenn die Sonne scheint und das Wetter wärmer wird, dann müsste sich auf normalen, natürlichen Wege sich das Infektionsgeschehen etwas abflauen. Ja. So, dass die Inzidenzen dann schnell runtergehen und dann könnte man sagen, im Juni hat man so viele Freiheiten, dass man wieder reisen kann, so dass auch unser Adria Event Campen sozusagen möglich ist. Das ist ja noch kein Treffen. Ein Treffen wird dieses Jahr überhaupt nicht möglich sein. Adria Event Campen heißt ganz einfach, jeder bucht seinen Barzelle und campt für sich allein. Wir sind in der großen Gruppe und können mal mit Abstand eben miteinander kommunizieren. Und das hat eigentlich auch im letzten Jahr sehr gut geklappt und jeder war wirklich sehr diszipliniert. Also ich würde sagen, Mirko, ab Mitte Mai vielleicht könnte man schon fast wieder starten. Das wäre dann genau nach unserem Urlaub, weil ganz einfach das Infektionsgeschehen durch das
schöne warme Wetter abflaut. Danke, dass ihr zugeschaut habt so lange. Es ist eine Diskussion, da kann man viel drüber reden. Wir sind auch nicht allwissend, aber das war so mal so als Anregung für euch. Einfach mal, dass wir darüber mal was erzählt haben. Und ganz ehrlich, ganz zum Schluss, lieber Dirk, ihr habt es ja auch bei ihm auf seinem Kanal gesehen. Was sollen wir denn bringen? Es ist ja alles verboten. Wir könnten so viel filmen und machen und tun, aber was soll man denn filmen, wenn man nichts zeigen darf in diesen verrückten Zeiten? Ja. Da kann man sich nur besser zurückhalten. Ja. Und gerade auch über politische Themen, wie wir das jetzt gerade machen. Das ist schon gefährlich. Das ist schon sehr gefährlich. Man erreicht da nicht alle damit. Ja. Und das geht dann ziemlich kontrovers zu. Wir sind unter Camper, wir haben, was unser Hobby betrifft, immer die gleiche Meinung und Einstellung. Das ist ganz klar. Mhm. Aber wenn es über politische Themen geht, dann geht das immer weit auseinander. Und da erreicht man auch derzeit überhaupt gar keine Einigkeit. Jeder behauptet nur seinen eigenen Standpunkt. Das stimmt, ja. Dirk, wann kommt denn das nächste Video auf deinem Kanal? Das nächste Video, also das könnte eigentlich das Video sein von dem heutigen Ausflug. Oh. Möglicherweise. Ja, Dirk darf den Abschluss sagen. Ich gehe da mal weg. Viel Spaß bei uns zu Hause. Wir fahren jetzt sowieso weg und Dirk weiß ja, wie es bei uns, ne, fühl dich wie zu Hause und du kannst den Abschluss noch auf diesem Kanal Wohnwenden bringen. Tschüss, liebe Zuschauer. Mirko, erstmal an dich noch den Dank, dass wir bei dir Wasser tanken durften. Das war natürlich sehr schön gewesen. Wir hatten kein Wasser mehr. Das ist ja auch das Problem, wo man jetzt Wasser herbekommt, wenn die Stellplätze und Campingplätze geschlossen haben. Und es war einfach schön, dass man sich mal wieder gesehen hat. Und ich sage auch an die Zuschauer Tschüss und Bye-bye. Und ich denke, man sieht sich in besseren Zeiten wieder öfters.